Ja, Hallöchen, wir sind wieder zurück in unserem Space Engineers Let's Play und sag mal, der fliegt ja immer noch darum. Müssen wir wieder böse werden? Müssen wir wieder Munition produzieren? Müssen wir wieder auf ihn schießen? Ist das schon wieder soweit? Oh, uns geht das Magnesiumpulver wohl irgendwann auch demnächst aus. Das ist auch sehr unschön. Wo war mein Kontrollblock? Da. Gib mir den mal ganz kurz. Kann das sein, dass dieses Scheißding da hinten die ganze Zeit die Drohnen spawnt? Toll. Und der hängt so über mir, dass ich nicht treffe. Ich brech ab. Den kann ich eventuell erwischen. Na komm, schalt auf. Er ist so weit weg, deswegen treffe ich ihn wieder nicht. Na gut, okay. Lassen wir das erstmal der Basisverteidigung. Wenn er näher rankommt, wird er schon auf die Schnauze kriegen. Was wir jetzt heute machen, ist, nachdem wir uns ja beim letzten Mal schon ein wenig technisch abgesponnen haben, lege ich heute noch einen drauf. Warum? Weil es geht. Und was wir dafür brauchen, ist ein LCD-Panel, das ich gerade irgendwie nicht finde. Hatte ich das nicht schon mal irgendwo hier gehabt? Wir haben doch in der Pro schon mit LCDs rumgespielt, oder? Wenigstens mal für unsere Base, aber es kann natürlich sein, dass ich das im Zuge der Fenstergeschichte hier... dass ich das hier im Zuge der Fenstergeschichte wieder weggemacht habe. Ich weiß noch nicht genau, ob es ein Corner-LCD wird. Oder ob es ein normaler, vollwertiger LCD-Screen wird. 5x5 auf gar keinen Fall. So, das hieß ja Text. Warum auch immer das andere LCD-Panel Text-Panel heißt, ich weiß es doch auch nicht. So. Wir holen uns mal die Teile dafür ab. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses LCD-Panel hier ganz hübsch für wäre. Und zwar habe ich was vor. Natürlich habe ich was vor. Ja, das ist Überraschung. Die Frage ist, packen wir es da oben hin? Da finde ich es ein bisschen out of sight. Eigentlich hier auf der Höhe wäre auch ganz fein gewesen. Könnte es natürlich auch hier... Nee, ich will es sehen, wenn ich in dem Ding drin bin. Über das Fenster hängen finde ich eigentlich ein bisschen hässlich. Wenn natürlich aus... Nee, ja, komm, wir setzen es da hin. So, und das Ding kriegt von uns jetzt erstmal den schönen Namen. Air Pressure... Text Panel oder einfach Air Pressure LCD. So, das stellen wir schon mal vorsorglich auf den Content, wobei den müssen wir nicht zwangsweise, das können wir auch anders machen. Wobei, ja, okay, egal, das kriegen wir gleich hin. Es kann sein, dass jetzt vielleicht das ein oder andere Mal im Zuge dieser Runde der Ton ein bisschen aussetzt, weil ich aus dem Spielfenster, weil ich vielleicht, um Dinge zu kopieren, aus dem Spielfenster austappen muss. Das kann passieren. Nur, dass ihr Bescheid wisst, nicht wundern. Es liegt leider in der Natur der Dinge, dass Space Engineers bei mir aufhört, Ton zu produzieren, sobald das Fenster nicht mehr aktiv ist. So, was tun wir jetzt Feines? Und zwar setzen wir einen programmierbaren Block. Einfach hier unten mit rein. Ja, ich habe überlegt, ob wir den vielleicht auch irgendwo anders hinpacken wollen. Okay, wir haben keinen Boden dafür. Das ist ja eine bodenlose Frechheit. Sekunde, dann basteln wir es gerade ein. Wahrscheinlich haben wir dann gleich keinen Stahl mehr. Pass auf, das kommt jetzt garantiert. Na komm. Oh, jetzt treffe ich natürlich wieder nichts, ne? Das ist ja hier Träumchen hoch 10. Ich möchte hier unten einfach nur Boden anbringen. Muss ich dafür jetzt extra nochmal? So, bitteschön. Dann bauen wir halt ein Zugangsloch. Bist du jetzt glücklich, Spiel? Offensichtlich. Ja, ich schätze, ich werde gleich nochmal Metallplatten holen müssen. Das wird nicht reichen, weil jetzt... Ja, jetzt hat es mich getriggert. Jetzt,
wenn es unbedingt Boden haben will, dann kriegt es Boden. Wo habe ich denn eigentlich die Camo-Farbe plötzlich her? Habe ich mir die irgendwie vom Frachter oder wo geklaut? Ich meine, die haben wir ja bis jetzt kein einziges Mal verwendet. Also an der Basis zumindest nicht, dachte ich. Naja, egal. Ich habe sie offensichtlich beim letzten Mal schon benutzt, weil ich sehe, am Conveyor hängt sie auch dran. Aber daran möchte ich mich jetzt nicht aufhängen. Dann ist das halt jetzt so. Hier kommt auf jeden Fall unser programmierbarer Block hin. Und der kriegt den wunderschönen Namen und ihr ahnt jetzt vielleicht gleich, worum es geht. So, ich habe mich nämlich entschieden, wir werden jetzt gemeinsam hier zusammen in dieser Runde live zusammen was skripten. Also gut, nicht live, weil es ist ja eine Aufnahme, aber wir werden skripten. Und zwar nicht irgendwie in die Kategorie, wir holen uns jetzt irgendwas aus dem Workshop und scheißen das in den Programmable Block. Nein, wir erstellen jetzt wirklich zusammen from scratch, also nicht ganz from scratch, ich habe es schon mal geschrieben. Aber ich mache das jetzt mit euch zusammen. Wir hauen jetzt hier mal ein richtig lustiges Skript rein. Das ist richtig lustig, aber ja, ein Skript halt. So, nachdem wir dankenswerterweise, ich habe schon wieder die Basis gewendet, ich Vollhorst. Habe ich noch genug Eis? Inventar hilft. 6,1K, langsam wird es ein bisschen eng. Ich glaube, ich muss noch mal ganz kurz hier ein bisschen ran. Wieso? Warum? Kannst du das musst du mir jetzt mal erklären. Warum wendet das Öffnen dieser Tür die komplette Basis? Ist hier irgendwas kaputt? Also der Conveyor hier ist nicht ganz. Aber das dürfte ja eigentlich nichts für Sache tun, dass jetzt hier irgendwie jedes Mal das Türöffnen hier die komplette Basis platt macht. Da stimmt was massiv nicht. Ja, okay. Das heißt, ich brauche mal eine ganz schnelle Ladung Eis. Das holen wir jetzt mal ganz kurz mal Handbohrer. Das wird ja halbwegs flott gehen. Inventory full. So, wie viel haben wir jetzt? 7000. Also das verstehe ich gerade nicht, warum dieses Ding irgendwie gleich die ganze Basis auf Null setzt. Dürfte es nicht. So, 12k wieder drin. Ich hole nochmal ein bisschen was. Dass wir wieder so irgendwie auf knapp 20k sind. Ich dachte beim letzten Mal, ich war einfach zu schnell oder so, aber das scheint ja sofort zu passieren, sobald wir hier irgendwie auch nur die innere Tür öffnen. Dass hier gleich irgendwie die große Krätze losgeht. Also das ist nicht richtig. Oh, aber wo ist nicht richtig? Ist hier etwa Krieg? Wo ist genau Krieg, bitte? Wer kriegt hier? Die Fruitfly da oben. Ja gut, wir haben Basisverteidigung, die wir da schon machen. Hat sie ja eben auch. Das waren nämlich, glaube ich, die Gatling hier. Die hat auch noch ordentlich was zum Schießen drin. Guck mal, was die anderen sagen. Ja, die hat auch genug. Also an Munition wird es nicht scheitern. Die können erstmal weitermachen. So, ich gehe erstmal nicht hier rein. Erstmal lade ich noch das Eis ab. So, da haben wir wieder 20k drin. Das dürfte uns erstmal wieder ein bisschen Genüge tun. So, jetzt guck mal, wenn wir hier reingehen. Da funktioniert's. What the fuck? Kann es sein, dass dieser Cargo-Container hier dass diese Lücke dazu führt, dass hier gewendet wird? Ja, das scheint so. Warte mal, wir probieren das kurz aus.
Wenn wir jetzt hingehen und hier so ein schönes Dreieck in die Ecke kacheln. Nö, das reicht immer noch nicht. Also irgendwas stimmt da total nicht. Also das kann ja wohl nicht angehen. Warte mal, ich probiere mal was aus. Nee, der Passage wird mir ja auch nicht helfen. Das ist ja schräg. Das ist ja richtig schräg. Warum zum Geier hier irgendwie nicht dicht ist? Es gibt eigentlich keinen wirklich guten Grund, außer dass hier wirklich irgendwas mit dem Container nicht stimmt. Okay, das ist aber nicht das, was wir tun wollen. Was wir tatsächlich tun wollen, ist außerdem feststellen, dass uns jetzt hier wahrscheinlich gleich wieder der Tank leer läuft. Ja, guck mal, der hat nämlich jetzt nur noch. Das heißt, den ziehen wir jetzt nochmal ein bisschen auf. Lass mal wieder die Tanks volllaufen. Meine Güte, willst du eine Sache machen, kommen gleich wieder 10.000 andere. Was ist das hier? Assert WKZ LG Bioweb Transport. Was? Was? Und der kommt auch ziemlich genau auf uns zu. Also nicht, dass ich von hier aus schon was sehen würde, aber ja. Krass. So, dann schalten wir jetzt erstmal den Airlock, wenn wieder auf Depressurize. Gucken wir, was die Tanks sagen. Ja, okay, da ist jetzt ein bisschen was drin. Das muss reichen. So, wir haben auf jeden Fall Dinge getan. Und zwar haben wir erstmal hier ein LCD gehabt. Da kommen wir gleich zu. Wie hat das Ding genannt? Airlock Air Pressure LCD. Das markiere ich mal kurz und drücke mal Steuerung und C. Damit kopiere ich den Namen von dem hier ausgewählten String in die Zwischenablage. Dann gehen wir in den Programmierer-Block, den wir gebaut haben. Und sagen hier Edit. Was wir jetzt hier sehen, ist im Grunde genommen das ganz nackte Konstrukt für ein Programm, das in so einem programmierbaren Block läuft. Der Konstruktor wird einmal aufgerufen, wenn das Programm startet oder wir hier drüben in der Konsole auf Recompile klicken. Und dann wird die Schleife innerhalb dieser Main-Funktion hier ausgeführt. Das mit dem Save. Das können wir getrost ignorieren, das brauchen wir an der Stelle nicht. Das kann man benutzen, wenn man irgendwie Daten für irgendwie spätere Verwendung wegschreiben will. Wie gesagt, für dieses Skript, das ist so einfach, da brauchen wir das nicht. Was wir hier als erstes im Grunde genommen erstmal setzen, und zwar im Konstruktor des Blocks. Warum sehe ich denn die? Ich gehe da noch raus. So, also was wir hier schon mal, diesen Kommentar hier brauchen wir nicht, den können wir mal löschen. Die Save-Funktion brauchen wir auch nicht, kann weg. Und wie gesagt, das hier, diesen Main-Block, den werden wir auf jeden Fall brauchen. Was wir zuerst aber erstmal tun ist, ich drücke hier viermal Leertaste, um ein bisschen einzurücken, wir sagen runtime.updateFrequency gleich updateFrequency Punkt Update, ich denke 100 reicht. Und das Ganze beenden wir mit einem Semikolon. Was wir hier tun ist, wir geben dem programmierbaren Block vor, wie oft dieses Skript im Grunde genommen laufen soll. Grob Pi mal Daumen, Update 100 bedeutet, dass er sich alle 100 Frames updatet, was in etwa jede Sekunde ist. Wenn uns das nicht fein genug ist, gäbe es noch die Möglichkeit Update 10 oder Update 1 zu machen. Also Update 1 natürlich, was das sollte man eher bei Skripten machen, die wirklich irgendwas in sehr, sehr, möglichst in Echtzeit halt irgendwie kontrollieren wollen. Vielleicht ist 100 ein bisschen zu langsam, dann könnten wir auf 10 runtergehen, aber auf 1 sehe ich hier auf gar keinen Fall. So, als nächstes geben wir dem Ding jetzt noch etwas mit, und zwar wir sagen, das können wir jetzt hier oben drüber deklarieren, und zwar sagen wir an der Stelle jetzt String. Und zwar, wie machen wir das denn blödes? Jetzt muss ich mal ganz kurz raustappen und gucken, wie ich das. Achso, das ist schon so. Okay. Wir sagen an der Stelle jetzt Observe, also das ist der Name, den ich jetzt. Also, oder ich fange mal andersrum an. Ich fange mal ganz von vorne an. Die Programmiersprache, die hier verwendet wird, ist C#. Eine Programmiersprache, mit der ich aus beruflichen Gründen nicht wenig Erfahrung habe. Es gibt bestimmte Datentypen. Der erste, von dem wir jetzt benutzen, ist String. String bedeutet,
Das ist ein Datentyp, mit dem ich Texte speichern kann, also genau genommen Zeichenketten. So, das heißt, ich deklariere jetzt hier an erster Stelle und nachdem ich das hier deklariere, steht uns diese Variable sowohl innerhalb des Konstruktors als auch innerhalb der Main-Funktion zur Verfügung. Ich könnte auch hingehen und könnte sagen, String Test gleich Hallo beispielsweise. Dann könnte ich aber auf diesen Inhalt nicht zugreifen, wenn ich im Konstruktor bin. Und aus dem Grund möchte ich, deklariere ich den jetzt. Es ist wie auf der Arbeit, ich komme zu nichts. Kaum willst du anfangen zu programmieren, geht's schon los. Okay, egal. Wir sagen jetzt hier String Observable. Also den Namen deklariere ich jetzt frei. Das hat keinerlei Bedeutung, außer dass ich diesen Namen später wieder verwenden will. Also du kannst dir das im Grunde genommen so vorstellen, ich mache jetzt hier eine kleine Kiste auf. Und ich sage über den Datentyp, in diese Kiste dürfen jetzt nur Texte rein. Und den Namen, den ich jetzt hier hinschreibe, nämlich Observable Airvent, das ist im Grunde genommen der Name der Kiste. Und dann kann ich an späterer Stelle sagen, mach die Kiste auf und hol mir raus, was da drin ist. So, und um jetzt gleich anzugeben, was hier Phase ist, sage ich jetzt, ist gleich Anführungszeichen. Die Anführungszeichen sind wichtig, weil sie Anführungszeichen sind im Grunde genommen Steuerelemente, die sagen, okay, alles, was jetzt hier drin steht, ist ein Text, den du verwenden musst. Weil das hier ist ja auch Text. Und aus Sicht des Programms, das hier drüber rennt und versucht, diesen Code hier in Maschinenbefehle umzusetzen, dienen die Anführungszeichen jetzt als Steuerung, dass er weiß, dass das jetzt der Inhalt ist, der in diese kleine Kiste reinkommt. Das heißt, wir sagen jetzt hier, Observable Airvent ist, scheiße, wie hieß das Ding? Vehicle. Okay, ich muss nachgucken. Tut mir leid. Bevor ich das aber tue, sage ich jetzt noch String Output LCD Name ist gleich Anführungszeichen. Wir kopieren unser Air Pressure LCD von vorhin hier rein. Wieder mit Steuerung V. Also wir können hier Steuerung C, Steuerung V, Steuerung X können wir benutzen, als wäre es ein ganz normaler Texteditor. Wir sagen jetzt hier erstmal okay. Und jetzt schauen wir nochmal. Das war Airvent Vehicle Airlock. Den können wir jetzt auch wieder mit Steuerung C kopieren. Gehen wir zurück in den programmierbaren Block. Das Ding da hinten nervt mich gerade ein bisschen. Und wir sagen Airvent Vehicle Airlock. Warte mal ganz kurz. Ich brauche A, Strom und B, muss ich dem Kerl da hinten mal, glaube ich, ein bisschen Beine machen, weil er nervt mich gerade so massiv ab. Ich frage mich immer noch, warum wir da die Luft verlieren, sobald wir da reingehen. Aber gut, das ist ein anderes Problem. So. Und natürlich fliegt das Ding so beschissen, dass ich nicht rankomme. Verstehe. Ist mir übrigens aufgefallen, warum können die Gatlings nur 800? Die Gatlings konnten immer nur 800, aber ich dachte eigentlich, die Assault konnte mal mehr. Na gut. Entschuldigung. Aber vor lauter Gelaber wieder hier. Hier geht schon wieder direkt der Frosch los. Sehr schön. So, zurück zum Thema. Eigentlich könnte ich mich einfach in den Sitz setzen und von da weiter aus an dem Ding rumskripten. Dann würde mir wenigstens nicht ständig der Strom ausgehen. So, wir gehen wieder zurück zu unserem Skript. Was haben wir jetzt bisher getan? Wir haben im Moment eigentlich noch nicht wirklich irgendwas Sinnvolles getan. Also im Moment macht dieses Skript genau gar nichts. Wir könnten jetzt mal spaßeshalber einfach mal könnten wir sagen Echo, Klammer auf. Und jetzt können wir einfach mal sagen Hallo. Das passiert jetzt in der Main-Funktion. Wir sagen Checkcode. Aha. Ja gut, das ist eine Warnung, die tut uns erstmal nicht weh, aber er sagt uns jetzt ganz klar, hör mal zu, du hast hier zwei Felder bzw. Variablen deklariert, mit denen du gerade nichts tust. Du hast sie zwar assigned, aber du machst damit nichts. Das ist jetzt aber erstmal nicht schlimm. So, und jetzt seht ihr, dass die Echo-Funktion hat uns jetzt hier in unserem Terminal Hallo ausgegeben. Würden wir jetzt hingehen und sagen, anstatt, und ihr seht ja auch, wir haben Hallo in Anführungszeichen geschrieben. Das heißt, wie vorhin schon erwähnt, sagen wir damit jetzt, das hier ist ein Text, den du anzeigen sollst. Was wir jetzt aber auch machen können, wir können jetzt sagen, wir möchten Observable Airvent ausgeben. Und zwar diesmal ohne Anführungszeichen. Dadurch weiß er, dass er dafür jetzt
den Inhalt, den wir hier sozusagen, ich habe es vorhin so schön als Kiste erklärt, den wir hier in unser Kistchen reingepackt haben, dass er den jetzt rausholen soll und hier ausgibt. Und wenn wir jetzt sagen Checkcode, ihr habt jetzt übrigens gerade gesehen, ne, jetzt kriegen wir nur noch eine Warnung. Warum? Weil wir jetzt den hier benutzt haben. Die Variable haben wir jetzt nicht nur deklariert, sondern wir haben sie auch konkret in unserem Echo hier verwendet. Und wenn das Ding jetzt läuft, nennt er uns jetzt den Namen von dem Vehicle Airlock. Das ist jetzt natürlich noch nicht wahnsinnig spannend, weil das bringt uns in der Sekunde nichts, außer dass wir hier irgendwie das Fenster hier mit Text voll scheißen können. Deswegen fangen wir jetzt mal an, was Richtiges zu tun. So, wie ich vorhin schon erwähnt habe, läuft dieses Programm hier einmal und öfter muss es auch nicht laufen für das, was ich jetzt vorhabe. Jetzt gehen wir nämlich hin und deklarieren eine neue Variable, sozusagen eine neue Kiste. Und zwar ist die vom Typ iMyAirVent. Warum das so ist, das sieht man in der, wenn man sich irgendwie die Code-Dokumentation anguckt, das würde ich in der Videobeschreibung auch nochmal für euch verlinken, zumindest die ich dafür immer benutze. Einmal AirVent und wir nennen das Ding jetzt natürlich einfach nur ganz doof AirVent. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so wild. Und wir sagen erstmal, das ist gleich 0. Ist gleich 0 heißt, da ist nichts drin. Wir haben die Variable deklariert, aber da ist einfach nichts drin, beziehungsweise wir wissen jetzt noch nicht, was da rein soll. Wir haben im Grunde genommen erstmal einfach nur gesagt, okay, mach uns eine Kiste. In der Kiste ist der Datentyp einmal AirVent und das Ding heißt AirVent. Mehr haben wir hier noch nicht gesagt. Um damit jetzt was zu tun, müssen wir hingehen und sagen, wir gehen jetzt, ich mache hier mal vier Leerzeichen, um hier sozusagen eine kleine Einrückung zu machen, einfach damit der Code übersichtlich bleibt. Theoretisch könnte ich das auch irgendwie im Code-Editor vorschreiben und einfügen, aber ich habe es beschlossen, wir skripten jetzt hier wirklich hart innerhalb des Spiels und machen da jetzt irgendwie erstmal nichts Verrücktes. So, jetzt sage ich an der Stelle, AirVent ist gleich und mit diesem ist gleich, das ist ein Zuweisungsoperator, sage ich ihm jetzt, was er in diese Kiste reinkippen soll. Jetzt wird es ein bisschen lustig, und zwar rufe ich jetzt eine Funktion bzw. eine Klasse auf, die mir die API des Spiels zur Verfügung stellt, und zwar das Grid Terminal System. Was das im Grunde genommen tut, ist, es gibt mir Zugriff auf alles, was im Terminal dieses Grids, also unserer Station, vorhanden ist. Und jetzt sage ich Punkt, also mit Punkt, oder andersrum, das Grid Terminal System ist erstmal eine Klasse. Mit Punkt, sage ich, kann ich jetzt sozusagen auf die Unterfunktionen oder auf die Unterfelder dieser Klasse zugreifen. Was wir jetzt genau haben wollen, ist eine Funktion namens getBlockWithName. Um zu sagen, was ich da haben will, mache ich jetzt hier Klammer auf zu. Da sozusagen innerhalb der Klammer kommen jetzt die Parameter rein, mit der ich diese Funktion ansteuere. Und zwar möchte ich jetzt, dass wir den Observable, zugeben, also die Schriftart ist nicht die geilste zum Programmieren. AirVent nehmen, also das heißt, er soll uns jetzt den Block mit dem Namen AirVent Vehicle Airlock geben, also wir könnten das hier auch theoretisch mit Anführungszeichen einfach reinschreiben. So, und jetzt kommt da ein Objekt raus, von dem das Spiel erstmal nicht allzu viel weiß, was es ist, und zwar kommt das dann irgendwie normalerweise als, ich glaube, einmal Functional Block oder einmal Terminal Block raus. Dieses einmal so und so bedeutet, dass diese Blöcke im Grunde genommen ein gewisses Interface implementieren und das legt fest, welche Funktion sie haben. So, nachdem wir jetzt aber ja hier an der Stelle beziehungsweise ich kann es euch sogar zeigen, wenn ich das jetzt so machen würde und sage Check Code, kriegen wir eine Meldung. Und zwar sagt er jetzt, cannot implicitly convert type sandbox mod API in-game iMyTerminal block, also das ist das, was uns die Funktion des Grid Terminal Systems gibt, to Space Engineers game mod API in-game iMyAirVent. An explicit conversion exists, are you missing a cast? So, weil im Moment kommt jetzt hier, wie gesagt, der iMyTerminal block raus und er will hier aber, weil das haben wir so gesagt, wir haben ihm hier gesagt, ich will hier, dass in diese Kiste ein iMyAirVent reinkommt. Der einfachste Weg, es gibt zwei Wege, das zu tun. Variante 1 ist, ich sage einfach as iMyAirVent und sage Checkcode. Und siehe da, jetzt kriegen wir nur noch die Meldung, dass das LCD immer noch nicht benutzt wird. Damit kann er das jetzt umcasten. Theoretisch müsste es auch gehen, dass wir einfach sagen, alternativ, Klammer auf, iMyAirVent. Damit, das ist im Grunde genommen genau dasselbe. Auch hier würde er jetzt das, was hier rauskommt, umcasten in den Typ einmal AirVent und schraubt es in die Kiste rein. Aus Gründen, ich finde es einfach angenehmer zu lesen, benutze ich normalerweise, wenn ich das hier tue, die iMyAirVent-Methode. Also hier das s iMyAirVent.
einfach, weil ich es ein bisschen, ja, weil es ein bisschen sprechender ist. Ja, also ich meine, klar, es hat denselben Effekt. Aber wenn ich jetzt hier den Code lese, dann sehe ich alles klar. Ich hole mir aus dem Grid Terminal System, hole ich mir einen Block mit einem Namen raus und schiebe den sozusagen und hole ihn mir sozusagen als IMI-Event. Damit ist das Ding hier zugewiesen. Jetzt können wir noch was Schönes machen. Und zwar können wir jetzt noch ein bisschen, wir hatten ja eben schon die Echo-Funktion gehabt. Wir können jetzt eine Prüfung machen. Wir können jetzt prüfen, weil wir erinnern uns, wir haben ja da oben IMI-Event mit 0 deklariert. Das heißt, wir sagen jetzt if event gleich 0. Übrigens eine Gleichheitsprüfung und die wir hier in der if-Abfrage machen, prüft man nicht mit einem, sondern mit zwei Gleichheitszeichen. Würden wir hier nur ein Gleichheitszeichen reinschreiben, würde er versuchen, die Abfrage durchzuführen und würde Event gerade wieder auf 0 setzen. Das wollen wir natürlich nicht. So, damit wir jetzt in den Kontext dieser if-Abfrage reinkommen, müssen wir hier eine geschweifte Klammer auf und zu machen. So, und jetzt sagen wir hier noch Echo Warning No. Oder noch besser, wir können das sogar noch schöner machen. Weißt du was, wir machen das nur. Wir sagen jetzt erstmal Echo Warning. Strings können, also Texte können auch miteinander verbunden werden. Und zwar machen wir das, indem wir sagen plus Observable Event. Und jetzt sagen wir wieder plus was not found. Klammer zu, weil auch hier wieder das mit dem Echo, wir rufen hier wieder eine Funktion auf. Die Funktion steht global zur Verfügung, deswegen muss die nicht wie hier oben irgendeine Klasse aufgerufen werden. So, und jetzt sagen wir Check Code und es ist alles schön. Und wenn wir jetzt hier jetzt im Terminal sind, sehen wir, es passiert nichts. Würden wir uns das Skript verändern und sagen jetzt beispielsweise Airvent Airlock 2, würde er jetzt hier nach einem anderen Airlock suchen. Nach einem, das es auf unserem Grid nicht gibt. Und dann passiert jetzt Folgendes. Recompile drücken hilft. Nanu. Observable Airvent. Airlock 2. Den darf es eigentlich nicht geben. Warum zeigt er mir nichts an? Oder habe ich mich jetzt hier gerade irgendwie. Habe ich es hier gerade. Achso, hä? Ne, doch, das müsste eigentlich gehen. Da müsste eigentlich aus dem Konstruktor raus was aufrufen. Assembly Code not found. Recompile. Hab ich mich gerade irgendwie vertippt? Ist irgendwie was gerade falsch und ich habe es nicht gelesen? Ah ja, observe. Ah ja, guck, ich habe mich vertippt. So, okay. Hätte ich einfach lesen sollen, was da steht. Das hätte uns allen geholfen. So, jetzt sagt er wieder alles in Ordnung. Und wenn wir jetzt hier sagen, okay, kriegen wir jetzt hier die Meldung Warning Event Vehicle Airlock 2 was not found, weil den gibt es einfach nicht im Grid. Machen wir das hier wieder weg. Dann wird er ihn jetzt gleich wieder finden und alles ist schön. So, und jetzt wollen wir aber natürlich noch was machen, weil wir haben jetzt im Grunde genommen unsere Kiste und wir haben unseren Airvent gefunden. Jetzt wollen wir aber ja noch, jetzt haben wir ja da hinten noch diese LCD hingeklebt. Das heißt, mit dem wollen wir auch was tun. Heißt jetzt natürlich, wir brauchen jetzt zusätzlich auch noch ein weiteres Ding, mit dem wir irgendwas tun können. Das heißt, wir haben jetzt hier IMyTextPanel. Nennen das Ding einfach Output LCD. Diesmal ohne Name. So, auch das deklarieren wir wieder als 0. Dieselbe Geschichte, die wir jetzt hier gemacht haben, und jetzt kopiere ich einfach mal schamlos. Na, wenn ich jetzt noch sehen würde, wo ich mit meinem Cursor hänge, das ist hier immer so ein bisschen ätzend dann. Fügen den Kram hier ein. Also einfach, wie gesagt, Copy-Paste. So, jetzt sagen wir, wollen wir jetzt natürlich nicht mehr den Airvent haben, sondern wir wollen jetzt an der Stelle unser Output-LCD haben. Und das sucht jetzt natürlich nicht mehr nach dem Block with Name Observable Airvent, sondern das sucht jetzt nach dem Block mit dem Namen Output-LCD-Name. Und natürlich auch nicht mehr als IMI-Airvent, sondern wir wollen ihn natürlich als IMI-Text haben. Damit wird das Ding jetzt umgecastet und genauso jetzt, wie wir das eben schon gemacht haben, kopieren wir den Kram wieder hier rein und sagen an der Stelle jetzt natürlich Output LCD Echo Warning und hier sagen wir jetzt Output LCD Name. So, Checkcode
Hat geklappt, konnte er kompilieren. Wir kriegen keine Meldung, das heißt, er hat die Blöcke in unserem Grid gefunden. So. Dann kommen wir jetzt in das eigentliche Programm rein. Wir machen jetzt noch ein paar Sicherheitsdinge. Und zwar sagen wir, if Airvent gleich 0 oder deklarieren wir mit zweimal Pipe, also Alt-GR und dann hier die lustige kleine Größer-Taste. Damit sagen wir oder, also wenn das Airvent 0 ist oder wenn das Output LCD 0 ist, dann sagen wir jetzt an der Stelle wieder Echo. Warning. A required block was not found or has been removed from the grid. Das ist jetzt einfach nur so eine schöne Info an den Benutzer. Ja, also beispielsweise, das passiert jetzt auch in der Main-Funktion übrigens, nur so am Rande. Das heißt, wenn wir jetzt hier unser Skript laufen lassen, und das ist erstmal alles schön und gut. Wenn jetzt etwas passieren würde, und zwar, dass beispielsweise unser LCD kaputt geht. Ups, das war ein bisschen viel. Ja, super, jetzt habe ich natürlich wieder die Basis gewendet. So, und wir jetzt wieder in unserem Programm hier beim Log gehen. Also wie gesagt, wir haben ja gerade eben das Ding gekillt. Und jetzt sollte er uns eigentlich sagen... Jetzt seht ihr das hier. Jetzt sagt er, der Block wurde nicht gefunden oder wurde vom Grid gelöscht. So, jetzt müssen wir das natürlich wieder herstellen. Das heißt, wir gehen hier am besten rein, kopieren uns wieder den Namen von dem Ding, weil das funktioniert auch in die andere Richtung. Und schrauben das LCD wieder ran. Und geben dem Kind wieder seinen Namen. Und wenn wir jetzt wieder zurückgehen, an unseren Blog gehen, das Ganze nochmal rekompilieren, sollte jetzt, müsste jetzt eigentlich wieder alles finden. Wir erhalten keine Meldung mehr, also alles fein. So, und jetzt kommt der lustige Teil. Jetzt sagen wir, jetzt kopiere ich tatsächlich ein bisschen was, weil jetzt bin ich ein bisschen faul. Und zwar brauchen wir erstmal einen String, den wir darstellen wollen. Also wieder eine Zeichenkette. Die Zeichenkette, die wir dafür verwenden, achso, wir sagen hier übrigens noch was, wir sagen hier Return. Was dadurch passiert ist, er springt aus der aus, also er beendet die Funktion und versucht das, was jetzt kommt, nicht mehr auszuführen. Der Hintergrund ist, wenn die Blöcke plötzlich weg sind, kriegen wir ansonsten eine Null Reference Exception und unser ganzes Skript schmiert ab. Wäre jetzt nicht weiter schlimm, aber ich mag es nicht, wenn mein Skript abschmiert. Ich sichere das gerne ein bisschen ab. Ich stelle übrigens gerade was fest, so zum Thema Absichern. Ja, nachdem ich jetzt schon die ganze Folge gelabert habe. Sehr gut. So, jetzt fügen wir uns mal was ein. Und zwar hier diesen wunderschönen Text. Was der jetzt tut, ist... Wir bauen hier über die String-Format-Funktion einen Text zusammen. Also hier oben haben wir das noch von Hand gemacht und wo wir gesagt haben, hier Warning, Leerstelle plus Observable Airvent plus Leerstelle was not found. Das machen wir hier mit String-Format. Und zwar sagen wir ihm an der Stelle im Grunde genommen, er soll ausgeben Room Pressure slash n, heißt er springt in die nächste Zeile. Und dann soll er den Parameter an der nullten Stelle, das ist der hier, nehmen und im 0.0 Format, also sprich mit einer Kommastelle, hier hinschreiben, plus Prozent. Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Dann sagt er, ich hole mir das vom Airvent mit Get Oxygen Level. Das ist eine Funktion, die uns der Airvent zur Verfügung stellt, der uns der uns herausgibt, wie viel Sauerstoff da gerade drin ist. Also wie viel Sauerstoff er im Raum feststellt. Und dann geben wir das jetzt einfach mal in der Konsole aus. So, was Airvent gibt's nicht? Ach so, natürlich, weil unser Airvent hier ist groß geschrieben. So, das hat funktioniert. Und jetzt sehen wir hier, Room Pressure ist 100%. Und weil es so schön ist, sagen wir jetzt...
Wir geben das, wir wollen da jetzt irgendwie was mit tun. Wir wollen das jetzt nicht einfach nur in dem Panel haben, weil wir wollen da nicht jedes Mal reinschauen. Also sagen wir jetzt, wenn das Output-LCD, nein, muss man gar nicht sagen, weil wir, wenn das Output-LCD 0 ist, springt er hier eh raus, dann macht er hier nichts mehr. Also können wir hier direkt darauf zugreifen. Das heißt, als erstes brauchen wir die Text-Surface von diesem LCD. Das kriegen wir dadurch. Ne, Quatsch, schau mal, die Text-Surface ist die Surface von dem programmierbaren Block. Da habe ich irgendwie noch ein bisschen was aus dem alten Strip. Braucht man an der Stelle nicht. Wir sagen also Output LCD Punkt Content Type ist gleich Content Type Punkt Text Unterstrich and Image. Warum das so geschrieben wird, das würde ich euch noch mal in einem ausführlichen Video zu dem ganzen Thema erklären. Da machen wir sicherlich noch ein Tutorial. Wollte ich eh schon die ganze Zeit machen. Ich werde es wahrscheinlich jetzt doch ein bisschen anders tun, dann irgendwann, als ich es mir vorgestellt habe. Damit sagen wir, ihr habt es ja vielleicht schon mal hier in der Konsole gesehen, man kann ja dem Ding sagen, was ein Content-Typ hat. Also, Moment. Hier, dem Air-Pressure-LCD. Das ist im Grunde, was wir damit tun, ist, wir sagen an der Stelle, das steht jetzt hier gerade auf Text und Image, steht schon auf Text und Image, aber damit sagen wir, ich will, dass du das Ding auf Text und Image setzt. Wenn es beispielsweise kein Content hätte und unser Skript läuft, dann würde es, und ihr seht es schon, er hat es direkt getan, er würde es auf Text und Image umschalten. So, Font, na gut, da kommen wir gleich zu. Wir gehen wieder in den programmierbaren Block, wir sagen wieder editieren und wir sagen in der nächsten Stelle, also in der nächsten Zeile, additional, Quatsch. Das war aus dem alten, aus dem Skript, also dass die Vorlage hierfür ist. Output LCD. Punkt. Font Size, also die Textgröße, ist gleich 2.5f. 2.5f heißt, das F steht für Float, also für ein Gleitkomma-Format. Weil, also Font Size will ein Float, also will so eine Variable vom Typ Float haben, also ein. Ja, ein Gleitkomma-Text und damit sagen wir ihm hier, der Text ist hier 2,5 und das F hinten dran sagt ihm, dass er dieses 2,5 als eben als Float-Wert interpretieren soll. So, dann sagen wir additional panel.alignment, also die Ausrichtung, ist gleich. Jetzt wird es ein bisschen lustig, vrage.game. Also das, warum das so ist, liegt einfach daran, dieser Werteraum, der hier von diesem Additional Panel Alignment angenommen werden kann, liegt eben im, ja, im Grunde genommen in der Klasse, die da hinter diesem vrage.game.gui.textpanel. Die sitzt da drin. Deswegen müssen wir das hier ein bisschen kompliziert angeben. Ich weiß gar nicht, ob das nicht auch ging, einfach nur textalignment.center zu schreiben. Habe ich nie ausprobiert, das tun wir mal. Mal gucken, was gleich passiert. Und jetzt sagen wir zu guter Letzt, außerdem habe ich schon wieder den falschen Namen genommen, mich hält. Das ist natürlich Output LCD. Und hier auch wieder Output LCD. Punkt. Und jetzt kommt der schöne Teil. Wir benutzen wieder eine Funktion und jetzt die, die wirklich spannend ist, und zwar Punkt Write Text. Und dem geben wir jetzt wieder eine Variable mit auf den Weg, und zwar die, die wir eben noch festgelegt haben, und zwar Oxygen Level Text. Wir sagen jetzt Check Code. Er sagt Compilation Successful. Cool. Das heißt, das, den Spaß mit dem Ding brauchen wir gar nicht. Und jetzt guck mal, was hier steht. Guck mal, was hier steht. Ist das nicht geil? Und jetzt können wir hier noch ein bisschen, weil wir lustig dran sind, können wir noch sagen, wir schieben das Text Padding ein bisschen runter, dass das irgendwie ein bisschen mittiger steht. So, und um zu zeigen, dass das jetzt hier nicht einfach nur irgendwie so ein bisschen, dass das hier jetzt nicht einfach nur so ein bisschen Quatsch ist. Pass auf. Wir drücken auf den Knopf, springen schnell rüber. Weil das Skript läuft jetzt die ganze Zeit. Und wenn jetzt gleich der Raum ausgepumpt wird, werdet ihr was sehen. Zack, Room Pressure ist auf 0. Das hat deswegen so langsam aktualisiert, weil ihr erinnert euch, wir haben vorhin die Update-Frequenz auf einmal pro Sekunde etwa gestellt. Und damit haben wir eine Anzeige, die uns tatsächlich angibt,
ob unser Raum unter Druck ist oder nicht. Und wenn wir das Ganze jetzt wieder umdrehen, also hier wieder zumachen, wieder durch die Luftschleuse durchgehen, werdet ihr gleich sehen, sobald der Raum wieder belüftet ist. Ja, also Luft wird wieder reingepumpt und ihr seht hier direkt 14, 32 und so weiter. Wir können natürlich noch hingehen, wenn uns das jetzt zu lahm ist, könnten wir jetzt noch hingehen und könnten im Programmable Lock. Und weißt du was, und nachdem ich davon erzählt habe, zeige ich es euch natürlich auch gerne. Wir machen aus dem Update 100 jetzt ein Update 10. Sagen Checkcode. Findet er geil. Und cyclen die ganze Spaß und, den ganzen Spaß hier gerade einfach nochmal durch. Und jetzt sollten wir sehen, dass sich das Textpanel viel schneller aktualisiert. Hours later. So, ihr seht's. Zack, jetzt geht es hier schneller runter, weil das Skript öfter durchläuft. Und jetzt geht's hier gleich wieder auf. Und wenn das Tor wieder offen ist, dann kann man natürlich nochmal, ihr wisst schon. Jetzt gerade wieder zu und freuen uns gleich nochmal darüber, dass das hier funktioniert. Und da geht hier die Tür wieder auf und alles ist cool. So, eine sehr, sehr geile Geschichte, wie ich finde. Und ja, das ist jetzt nur ein ganz, ganz kleines Beispiel dafür, was mit Skripten geht. Wir haben jetzt noch nicht allzu viel wahnsinnigen Kram gemacht, außer irgendwie ein bisschen Text, auch ein LCD-Panel gefeuert. Aber das wollte ich euch jetzt einfach mal so ein bisschen auch mitgeben, weil A, finde ich die Funktion sehr cool zu wissen, wie viel, ob mein Raum oder wie viel Pressure ich gerade in meinem Airlock habe. Und zweitens halt eben auch vielleicht, um euch da auch ein bisschen anzuregen, es euch da mal selbst auszuprobieren. Ja, wie gesagt, wenn ihr dann nochmal mehr in der Richtung erfahren wollt, irgendwie mal ein ganz eigenes Video und wirklich explizit nur zum Thema Scripting und so haben wollt, dann lasst mich wissen, ich schaue, was ich tun kann. Also wie gesagt, geplant hatte ich es eh, dass ich da nochmal eine größere Tutorial-Runde für mache, in der ich auch eh noch ein bisschen mehr erzählen muss, was eigentlich so in C-Sharp geht, warum das so geht. Ich habe mich jetzt hier in unserem jetzigen Video einfach wirklich auf die absoluten Basics irgendwie beschränkt. Da kann man auf jeden Fall sich, wie soll ich sagen, noch ein bisschen mehr dran auslassen. So, nochmal kurz aufheilen. Und dann, wie immer, euch auf jeden Fall Dankeschön fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder was Spannendes mitnehmen. Für diejenigen, die jetzt nicht am Skripten interessiert sind, tut mir leid, dass die Folge da jetzt dann doch so ein bisschen technisch und so ein bisschen komplizierter war. Beim nächsten Mal gibt es dann sicherlich auch wieder andere Dinge und vor allem haben wir ja auch noch was zu bauen. Jetzt, wo das Airlock funktioniert, das Hub soweit schon mal. Ja, es ist nicht fertig, okay, aber ich würde tatsächlich langsam mal dann wirklich den Rover angehen wollen. Und das machen wir dann natürlich auch zusammen. In diesem Sinne, bis bald wieder, danke fürs Dabeisein und macht's gut. Tschüss.